In diesem Film ist die Wirkung von Regulaten auf Blut dokumentiert. Regulate sind neu entwickelte Fermentationsprodukte der Dr. Niedermeyer Pharma GmbH. Das Herstellungsverfahren ist unter Kaskadenfermentation patentiert. Das Blut eines Patienten unmittelbar nach der Abnahme zeigt unter dem Dunkelfeldmikroskop noch keine Auffälligkeiten. Die roten Blutkörperchen, hier sichtbar als große leuchtende Kreise, bewegen sich gut. Die kleinen, pulsierenden weißen Pünktchen sind die Symbionten. Wissenschaftler bezeichnen sie bei allen Lebewesen als die Urkeimform und die Urenergie des Lebens. Sie sind nur unter dem Dunkelfeldmikroskop sichtbar. Nach 24 Stunden verändert sich das Blut. Die roten Blutkörperchen schrumpfen und bilden als Folge des natürlichen Verfallsprozesses Stechapfelformen auf dem Objektträger. Pathogen hingegen ist das Erscheinen wurmartiger Wuchsformen. Sie treten aus den roten und weißen Blutkörperchen heraus. Dieses Erscheinungsbild ist ein Beweis für eine Entartung in Richtung Vitalitätsverlust, Krankheit und letztendlich Krebs. Laut Professor Günther Enderlein handelt es sich hier um die krankhafte Entwicklung von Symbionten hin zu Bakterien, Viren und Pilzen. Während ihrer negativen Entwicklungsphase ketten sich die Symbionten aneinander und verwandeln sich in krankheitserzeugende, wurmartige Bakterien, sogenannte Leptotrichia buccalis. Dieses Bakterium produziert innerhalb der Zelle Toxine, welche zu schweren Belastungen des Immunsystems und des Gesamtorganismus führen. Dies ist eine innerliche Vorstufe zu Schimmelpilzen, die für die Auflösung des Organismus zuständig sind. Umweltbelastungen, Toxine, Übersäuerung, Stress, denaturierte Lebensmittel und vieles mehr schaffen die Voraussetzungen für diese Entwicklungen im Blut. Fazit: Äußere Milieuveränderungen bewirken sichtbare Milieuveränderungen im Blut. Unter dem Mikroskop jetzt das Regulat in hundertfacher Vergrößerung. In den Regulaten ist es erstmals gelungen, genau diese Urkeime des Lebens in reiner Form und höchster Konzentration zu entwickeln. Der Schlüssel des Lebens liegt in den Symbionten. Sie speichern die gesamte Entwicklung der Lebensevolution und übertragen sie als Impulsgeber auf das Zellsystem. Jetzt in 1600-facher Vergrößerung. Die gesamte Zellkommunikation basiert auf einer gesunden Symbiontentätigkeit. Auch das Immunsystem wird erst durch die Symbionten aktiviert. Hier das Blut eines Patienten, welches mit Regulat angereichert wurde, dessen pH-Wert zuvor durch Dialyse an das Blutplasma angepasst wurde. Im Bild die typische Ausstülpung einer Leptotrichia buccalis. Das Bakterium wird durch die Symbionten des Regulats zurückgebildet. Ein weiteres Phänomen: Die Regulatsymbionten lösen die Ketten in einzelne Fragmente. Durch die Therapie mit Regulaten hat man also die Möglichkeit zu einer Korrektur des Blutmilieus. Die wurmartigen, krankhaften Entartungen werden in körpereigene Symbionten zurückverwandelt. Als Folge davon lösen sich die Bakterien auf. Entscheidend für den Heilungsprozess ist, dass die Regulatsymbionten vom Organismus wie körpereigene Symbionten angenommen werden. So wird das Immunsystem aktiviert und gestärkt, das innere Gleichgewicht in Richtung Gesundheit bewegt. Die Homöostase ist eingeleitet und der Heilungsprozess wird erreicht. Mit dem Ende des Auflösungsprozesses der krankhaften Bakterien vermehren sich die Regulatsymbionten eindrucksvoll zu einem Diamantenfeld. Regulate entgiften, immunisieren, regulieren den Stoffwechsel und revitalisieren. Sie wirken ordnend und balanceschaffend im Mikrokosmos Mensch.